Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf iKuchen. Ich habe ja mal vor, ich glaube, 2 Jahren oder sowas war das, so Vlogs gemacht, wo ich gesagt habe irgendwie, ja, ich wurde wegen einer schwarzen Humorseite angeklagt. Also da habe ich euch ja dann immer auf dem Laufenden gehalten. Und ja, jetzt gibt es eine neue Anzeige. Die ist aber schon etwas älter. Ich glaube, vor 2 oder 3 Wochen habe ich die bekommen. Und zwar von Janosch. Das ist kein Witz. Janosch hat mich ernsthaft angezeigt. Und ich dachte einfach mal, dass das eigentlich ein recht spannendes Thema ist. Und da kann ich eigentlich wieder genau das Gleiche machen. Er hat mich halt angezeigt gehabt für mein Grape-Video, was ich gegen ihn gemacht habe, was ich natürlich auch komplett verstehen kann. Er hat mich angezeigt für Beleidigungen und angeblich DDoS-Attacke und sowas. Also das finde ich natürlich mega lustig und ja, ich erzähle euch einfach mal, wie das war. Also erstmal generell finde ich es mega lächerlich von Janosch. Also da kannst du wirklich sagen, was du willst, aber er ist selber, wie er sich selber darstellt, ein Kanalzerstörer. Und dann finde ich schon mega armselig, wenn er immer andere Leute fertig macht. Er beleidigt immer andere Personen. Auf Twitter ist jeder zweite Tweet ist gegen irgendjemanden Front. Und dann kriegt er halt einfach mal was zurück, weil er halt einfach bis zum geht nicht mehr provoziert hat. Und dann geht er halt selber zur Polizei. So, ich finde, das ist einfach das armseligste, was du überhaupt machen kannst. Ohne Spaß. Da komme ich auch überhaupt nicht drauf. Klar, was ist das für eine Doppelmoral? Aber da komme ich auch noch später zu. Auf jeden Fall hatte ich dann halt einen Termin bei der Polizei. Klar, ich muss ja meine Aussage da machen. Dann hat er mich ja auch mal dafür angezeigt. Da war es allerdings so, dass sie es dann halt zurückgezogen hat, die Anzeige. Weil wir hatten das dann, also nachdem ich die Anzeige bekommen habe, hatten wir das wirklich wie erwachsene Leute ganz normal geklärt. Also wirklich noch Props an Dani, dass sie sich da auch drauf eingelassen hat. Man hätte das auch einfach so klären können. Auf jeden Fall bin ich da halt nicht zur Aussage gegangen, weil ich dachte, ja, die hat zurückgezogen, da wird nichts mehr kommen. Und zack, musste ich dann 250 Euro zahlen, das ist halt auch nicht wirklich schlimm. Auf jeden Fall dachte ich mir so, nee, dieses Mal nicht. Und Janosch gönne ich das auch nicht, da ich da irgendeine Strafe von kriegen soll. Ja, das war relativ lustig, weil der Typ, der das halt gemacht hat, der hatte gar keinen Bock. Das hat man richtig gemerkt. Aber nicht, weil dem der Job keinen Spaß gemacht hat, sondern einfach, weil der mit dieser Kinderkacke nichts zu tun haben will. Und da kann ich ihn komplett verstehen. Weil ohne Spaß, der hat mir die Anzeige vorgelesen und ich habe die auch gesehen. Und da steht ohne Spaß drinne. Wirklich, das ist keine Lüge oder sonst irgendwas. Erstmal steht da drinne, dass ich ihn beleidigt habe und zwar als Schwein und als dumm. Das hat er ernsthaft bei der Polizei angegeben als Beleidigung. Wirklich, ich saß da so, ich habe den Typ so angeguckt. Weil ich mir so dachte, ich könnte jetzt alles machen. Mir einen runterholen oder mir noch einen runterholen. Und der Typ geht zur Polizei und zeigt mich an, weil ich ihn als Schwein und als dumm beleidigt habe. Und das mit Schwein ist sogar gelogen. Wir haben das Video dann also mit dem Polizisten habe ich das Grape zusammen geguckt und da habe ich nie Schwein gesagt, ja. Das kommt noch dazu, ist sogar eine Falschaussage. Weil du sagst sowas Lächerliches und dann stimmt es nicht mal. Ja, auf jeden Fall hat er dann auch mich für DDoS angezeigt. Also er meinte so, dass ich mit DDoS-Attacken gedroht habe. Und das Beste ist, was ich auch übertrieben gefeiert habe, ohne Spaß, immer noch Props, wie auch immer du darauf kommst. Ich habe angeblich kinderpornografische Inhalte in seinen Verlauf getan. Ohne Spaß, das hat er ungefähr so angegeben. Das ist jetzt nicht der genaue Wortlaut oder so. Ich weiß auch nicht ganz genau, was er gesagt hat. Auf jeden Fall war irgendwas, dass ich irgendwas mit Kinderpornos aus seinem Rechner gemacht habe. Ich weiß nicht mehr genau was. Ich will ihm da jetzt auch nichts Falsches in die Schuhe schieben. Auf jeden Fall hat er das bei der Polizei ausgesagt. Da dachte ich so, ey, das ist nicht dein fucking Ernst, oder? So, ich verstehe auch überhaupt nicht, wie er darauf kommt, aber anscheinend ist das halt so ein kleiner pädophiler Hurensohn, der dann halt irgendwie anderen die Schuhe schieben muss, dass er da auf gewissen Seiten war und der hat bestimmt Angst jetzt durch die Anzeige, dass das rauskommt und deswegen hat er gesagt, das war er, das war Kuchen, Kuchen hat das gemacht, ich habe nichts damit zu tun, Leute. Das Lustige ist ja, ich habe dann halt ganz normal meine Aussage gemacht und zu den Beleidigungen meinte ich dann so, ja, ich weiß nicht mehr genau, was ich da gesagt habe. Da meinte er so, ja gut, dann gucken wir uns das Video mal an. So, das habe ich natürlich mega krass gefeiert, der Typ, der war schon mega angepisst, der hatte gar keinen Bock, der hat auch ungefähr 3-mal gesagt, jo, was ist das für eine Kinderkacke? Dann hat er mir so einen Stapel von Zetteln gesagt, das sind richtige Fälle, was das denn für ein Scheiß? Ich dachte mir nur so, ja, absolut richtig, aber sag's Janosch nicht mir. So, auf jeden Fall haben wir uns das Video dann angeguckt und da war ja ein Screen von Janosch, wo er zu mir gesagt hat, du lächerlicher Hurensohn. Der Typ guckt mich so an, das haben jetzt aber schon sie zu ihm geschrieben, oder? Ich so, nee, das hat Janosch zu mir gesagt. Der war so angepisst, dann habe ich so, wirklich, der hätte mich locker in den Knast geschickt für immer, Junge, das ist einfach... Ich glaube, der hat selber gecheckt so, der zeigt mich für dumm und Schwein an und nennt mich im Video, im Beweismaterial selber, nennt er mich lächerlicher Hurensohn. Weißt du, und ich finde, Hurensohn ist noch ein kleines Stück schlimmer als Schwein und dumm. Aber das sieht natürlich jeder anders. Auf jeden Fall habe ich dann da halt meine Aussage so gemacht. Ich habe gesagt, das war alles scheiße und so weiter und dass er halt nur durchgehend gelogen hat. Ja, ich habe ihn jetzt auf jeden Fall nochmal zurück angezeigt. So, weil das konnte ich halt machen. Einmal für Falschaussage, einmal für, dass er meine Daten mal rausgegeben hat. Er hat meine alte Adresse irgendwann mal veröffentlicht gehabt. Die Beleidigung habe ich ihn auch angezeigt.
Und ja, so diese drei Dinge, da kann sich Janosch auf jeden Fall drauf freuen. Ich muss natürlich sagen, es ist übelst kindisch, finde ich, generell für sowas zur Polizei zu laufen, gerade in unserem Fall. Das Ding ist, Janosch macht genau das Gleiche. Und ich sage mal, wenn ich jemanden schlage, durchgehend, so an jedem Wochenende boxe ich Leute zusammen und irgendwann werde ich halt mal geboxt, dann renne ich nicht zur Polizei und zeige denen den Körperverletzung an, sondern nimm es wie ein Mann. Und das macht er halt einfach nicht. Und das finde ich halt einfach schon an sich wirklich so doppelmoralisch, das blicke ich einfach nicht an ihm. Auf jeden Fall hat es aber einen Grund, warum ich ihn jetzt angezeigt habe, weil erstmal finde ich, Janosch hat es übelst verdient, richtig hart vom Gesetz eins aufs Maul zu kriegen. Und ich werde ihn vor Gericht sowas von kaputt ficken lassen, das glaubst du nicht, wirklich. Dazu kommt halt auch einfach noch, war früher mal beim Anwalt, weil da gab es so eine andere Sache, das ist jetzt aber nicht schlimm, das hat auch was mit YouTube zu tun, aber das ist egal. Auf jeden Fall wollte der andere mich auch anzeigen. Und dann waren wir halt beim Anwalt und ich wollte das halt schon mal klären, weil ich da so ein bisschen scared war, so, weil früher waren die Videos noch ein bisschen schlimmer. Und da meinte der Anwalt so, also wenn der was Falsches sagt oder du irgendwas hast, was du auch gegen ihn verwenden kannst, dann mach auf jeden Fall eine Gegenanzeige, weil dann sieht der Staatsanwalt, also es wird dann halt zum Gleichen geschickt sozusagen, also es bearbeitet dann der Gleiche und der sieht dann direkt, dass der andere auch Fehler gemacht hat und genauso gegen das Gesetz verstoßen hat und dann ist die Chance, dass er sagt, nee komm, damit befasse ich mich nicht, der Fall ist geschlossen, ist dann viel höher, als wenn ich einfach nur meine Aussage mache und das dann so stehen lasse. So kann es auch nicht passieren, dass der Staatsanwalt zum Beispiel dieses lächerliche Hurensohn gar nicht erst mitbekommt. Also ich habe dann auch in der Anzeige halt hingeschrieben, da habe ich lächerlicher Hurensohn genannt im Video, blablabla. Und das kann ihn jetzt auf keinen Fall mehr entgehen. Und deswegen habe ich ihn halt auch noch mit zurück angezeigt, weil jetzt die Chance einfach höher ist, dass ich einfach straffrei davon komme. Ich finde generell, dass ich da keine Strafe kriege. Ich glaube, selbst die Aussage hätte gereicht, weil ich glaube, kein Staatsanwalt der Welt würde dafür jetzt vor Gericht gehen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Keine Ahnung, das blicke ich einfach nicht. Ich meine, selbst wenn er nichts gemacht hätte, finde ich das Video immer noch nicht so schlimm. Das Ding ist ja auch, war dann halt auch im Teamspeak mit ihm und ich meinte dann so, zu ihm und zu Zavex und noch zwei andere, die da waren, was er halt gesagt hat, auch dieses dumme Schwein. Und er meint halt so, das habe ich gar nicht gesagt, das hat er falsch aufgeschrieben. Weißt du, er ist da voll, also hat er halt so dargestellt, als ob, ja, ich habe gar nichts gemacht, was soll das denn? Weißt du, das Ding ist einfach nur, ich habe schon öfter eine Aussage gemacht und Digga, du kannst dich da überhaupt nicht rausreden, egal wie du es drehst. Und wenn es, selbst wenn das so ein bisschen eine Verwechslung war, was du gesagt hast, dann ist es immer noch deine Schuld. Weil das Ding ist, es läuft so ab, du gehst hin, du gibst die Anzeige auf, dann nimmt der Polizist nimmt das auf. Du sagst ihm, was er aufschreiben soll. Er schreibt das natürlich jetzt nicht wortwörtlich nach, aber ich sag mal so in, ich will nicht sagen gehobenem Deutsch, aber so ein bisschen anders, halt nicht so in diesem Jugendslang, wie man jetzt redet, ne, sondern schon ein bisschen anders. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das Ding ist, wenn Janosch nichts gesagt hat von dumm und Schwein und der schreibt das einfach auf, kann das immer noch nicht in der Anzeige drin bleiben, weil nämlich, nachdem man fertig geschrieben hat, liest der Polizist das vor, zumindest war es bei mir bis jetzt immer so, dass es vorgelesen wurde, dann wird es ausgedruckt. Da muss ich das nochmal durchlesen und muss dann unterschreiben. Und sobald es unterschrieben ist, ist es scheißegal, ob du das gesagt hast oder ob er das dazu erfunden hat. Du bist schuld, dass das in der Anzeige steht. Und da kannst du auch nichts irgendwie besser machen oder so. Da bist du einfach wirklich nur dumm wie Scheiße, wenn du das nicht gesagt hast und das einfach so in der Anzeige drin ist. So, egal wie du es drehst und wendest, du hast es in die Anzeige gebracht und da brauchst du dich auch irgendwie gar nicht rausreden. Ich finde es übrigens mega lustig, dadurch, dass halt Braunschweig als Tatort bestimmt wird. Sollte es zu einer Gerichtsverhandlung kommen, muss Janosch extra hierher fahren, aus Düsseldorf in der Nähe, wo er wohnt, nach Braunschweig, nur um für eine Gerichtsverhandlung herzukommen, wo höchstwahrscheinlich er noch eher aufs Maul kriegt als ich. Das feiere ich sowas von extrem, wirklich. Ich wünsche mir so heftig, dass es eine Gerichtsverhandlung gibt. Ohne Spaß, das würde ich richtig feiern. Das Ding ist auch einfach, ich habe dann halt auch Marcel und Eddie und so weiter Zeugen angegeben, die wollten das auch. Ich habe das vorher mit denen abgesprochen. Ja, und ich bin generell gespannt, also wirklich gespannt, was da rauskommt. Ich denke auch mal, dass es generell ganz lustig enden könnte. Weiß nicht, wie gesagt, das Ding ist einfach nur wirklich, also Janosch, keine Ahnung, was er mit der Anzeige wirklich bezwecken will. Er meinte ja auch immer so, ja, das, was Zavex gesagt hat, das war alles gelogen. Weil das Ding ist einfach nur, nehmen wir mal an, das war wirklich gelogen. Und Zavex kompletter Part ist für Müll und er hat sich irgendeine Scheiße erfunden, also er hat es ja nicht erfunden, weil er hat alle Infos, die er gesagt hat, hat er von dir. Die hast du ihm beim WhatsApp geschrieben. Und wenn du wirklich so dumm bist, irgendwelche Lügen über dich selber bei WhatsApp weiterzuerzählen. Also sorry, aber dann kann man dir echt nicht helfen, das muss man ja einfach mal so sagen. Also keine Ahnung, da kann ich Janosch auch wirklich nicht verstehen und ich meine, ich check diesen Typen sowieso nicht. Ich denke mal, du siehst das und wirklich, ich weiß nicht, ich habe keinen Plan, was bei dir im Kopf wirklich schief geht, dass du mich so krass hast, dass du dich, um mich irgendwie zu ficken, sogar noch mehr selber fickst. Weil egal, wie du es drehst und wendest, wenn man wirklich nur die objektiven Punkte von den Anzeigen nimmt, dann hast du 100-mal schlimmere Sachen gemacht als ich. Und
du wirst eher noch verurteilt als ich, so warum zeigst du mich dann an, das macht einfach keinen Sinn. So, das Ding ist auch einfach nur wirklich, du hast so viel Hass in dir, wirklich, das finde ich einfach krass. So auch auf Twitter, wenn ich da hin und wieder mal so gucke, wirklich jeder zweite Tweet ist gegen irgendjemanden, das blicke ich einfach nicht. Ich meine, ich war früher ja selber noch viel aggressiver als heute, dass ich auch mal gegen Leute gefrontet habe und so, aber ich hatte dann noch kein Twitter. Aber selbst da war ich noch bei weitem nicht so schlimm. Ich meine, ohne Spaß ist dein Leben wirklich so unglaublich scheiße, dass du es irgendwie damit kompensieren musst, irgendwie Leute fertig zu machen, die mehr in ihrem Leben erreichen als du. Ja, weil ich finde es immer lustig, wie Janosch mich immer damit vorne, zum Beispiel, dass ich keine Ausbildung habe. Ich meine, okay, dass ich die Ausbildung verloren habe, ist echt scheiße gelaufen, aber trotzdem verdiene ich mehr als dein Vater und deine Mutter höchstwahrscheinlich, ja? Das finde ich einfach sowas von funny, ja? Oder er frontet mich zum Beispiel damit, ich habe auf eBay Kleinanzeigen, wollte ich meine alten Torwart-Sachen mal loswerden, und er frontet mich damit, dass ich kein Geld habe, weil ich die Sachen für 10 Euro verkaufe. Ich meine, nur weil ich es nicht mag, irgendwie die Sachen wegzuschmeißen, dann gebe ich sie lieber weiter, habe ich natürlich kein Geld, absolut richtig. Deswegen sitze ich hier in meiner neuen eigenen Wohnung mit einem super Rechner und einem 138 cm Fernseher, den ich mir diesen Monat frisch gekauft habe. Also wirklich, also wenn jemand kein Geld hat, dann ich. Ich habe auch schon Hartz IV beantragt, mal gucken, wann ich es kriege. Vor allen Dingen, du hörst ja auch nicht auf. Das Ding ist, ich habe jetzt eine Freundin, ich denke, viele haben das auf Twitter ja schon mitbekommen und auch so auf Facebook und so weiter. Und er hat selbst gegen die getweetet. Er hat mit ihr Tweet gehabt, mit meiner Freundin. Also irgendwann finde ich das auch mal Schluss. Also ich habe mir das gerne angeguckt, weil meine Freundin hat den komplett zerstört, aber trotzdem blicke ich das halt wirklich absolut nicht, wie man wirklich so hasserfüllt sein kann. Ich meine, ich kann es dir wirklich nur sagen, wenn du wirklich vorankommen willst, weißt du, wenn du irgendwann mal Erfolg auf YouTube hast, wirklich gönn dir das. So, das ist halt, wenn du es dir wirklich so fair aufbaust und so weiter, dann ist das ja gar kein Thema. So, ne? Das Ding ist einfach nur, wenn du so hasserfüllt bist, wenn du diesen ganzen Hass, den du in dir trägst, nicht an mir oder an meiner Freundin oder anderen rauslässt, sondern wirklich einfach mal in deine eigenen Projekte steckst, damit mit der ganzen Zeit, die du in diese ganzen Beef-Geschichten reinsteckst, einfach mal in eigene, gut gemachte Videos steckst, dann würdest du auf YouTube 100-mal mehr erreichen, als du es jetzt tust. Wirklich, das kann ich dir nur sagen. So, und keine Ahnung, natürlich kannst du auch immer weiter da so rumbeefen und so weiter, aber ganz ehrlich, so wirst du nie im Leben eine große Community bekommen. Du wirst niemals so 300.000 Leute oder so finden, die sagen, boah geil, der beeft jeden Tag, der liegt jeden Tag Daten und der heult immer rum, wenn es ihm passiert. Der ist so geil, den verfolge ich, den mag ich. Das wird nie passieren. Du wirst niemals so ein großer YouTuber werden. Und ich meine, du hast uns 100-mal gesagt, dass du davon leben willst. Ich meine, im Grunde kannst du wirklich gegen mich tweeten, wie du willst. Das ist mir wirklich scheißegal. Ich habe mir jetzt auch selber vorgenommen, dass ich generell mich nicht mehr so leicht triggern lasse, sage ich mal. Ich bin halt einer, der geht super gerne auf Beef ein, ohne Spaß. So, es gibt nichts Besseres, als wenn ich irgendwo gefrontet werde und ich dann reingehen kann. Ehrlich, das ist, du brauchst mich irgendwie gar nicht triggern, ich trigger mich quasi selber damit. Das Ding ist einfach nur, dass ich da halt selber irgendwo keinen Bock mehr drauf habe. So, mein Leben läuft gerade wirklich so unglaublich geil. Na, ich meine, ich gewinne bei Tipico 1000 Euro. Ich habe eine Freundin, ich habe Geld, Freunde, alles, was Janosch nicht hat. Da brauche ich mich nicht mehr mit irgendwelchen Leuten beefen, die irgendwie ein Jahr oder länger auf YouTube sind und gar nichts erreichen. Nicht mal ansatzweise und nur andere fronten müssen. Deswegen kannst du euch gegen mich tweeten. Ich nutze dieses Video nochmal erstmal oder generell dieses Format, um euch auf dem Laufenden zu halten, um auch nochmal diese letzten Worte wirklich an Janosch loszuwerden. Weil wie gesagt, mit Hass kommst du einfach nicht weit. So, wie gesagt, mir kann es natürlich vollkommen egal sein, was du machst. Und selbst wenn du irgendwelche Daten von mir legst, ich meine ganz ehrlich, was hast du davon? Ich werde nicht mit YouTube aufhören, ich werde einfach weiter meine Videos machen und fertig. Ne, und wie gesagt, ich halte euch halt jetzt auf den Laufenden hier und werde dann halt einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Und wirklich, Janosch, an dir kann ich wirklich nur sagen, Digga, zieh doch einfach dein Ding durch und hör auf, durchgehend gegen andere zu beefen. Also du machst das jetzt so lange und du hast einfach keinen Erfolg. So, weißt du, das, keine Ahnung, was du damit erreichen willst, aber ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich ziehe jetzt einfach mein Ding durch. Ich werde euch trotzdem natürlich mit der Anzeige auf dem Laufenden halten. Ich denke aber mal, dass sie fallen gelassen wird. Das hat der Typ von der Polizei auch gesagt. Ich meinte so, ja, wann kann ich denn mit der Gerichtsverhandlung rechnen? Er meinte so, ach, das wird niemals vor Gericht gehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, das wollte ich einfach nur nochmal loswerden und ja, keine Ahnung. Vielleicht hat Janosch ja Glück und meine Freundin tweet weiter mit dem und dann wünsche ich dir auf jeden Fall was. Und zwar ein bisschen Gehirn, damit du Leute nicht mehr für Sachen anzeigst, die du selber machst. Okay, thanks, bye. Was ich übrigens vergessen habe zu sagen, weswegen ich das jetzt hier nochmal so in einer schwulen Kameraperspektive aufnehme, ist auch einfach die Sache, dass Janosch nicht ein oder zweimal gegen mich getweetet hat, sondern dass er das seit ungefähr 5 Monaten oder sowas fast täglich macht. So, das Ding ist ja, es ist mir relativ scheißegal, was er sagt. Ich meine, ich habe ja meine Zahlen, die alle zeigen, dass ich mehr erreiche als er. Das ist für mich immer noch Genugtuung. Das Ding ist halt einfach nur, was ich da sehe, ist irgendwie, ja, so einfach die Tatsache, dass ich wirklich so krass in deinem Leben stehe, dass du dich so heftig mit mir beschäftigst,
dass dir jeden Tag irgendwas Negatives einfällt, was du gegen mich tweeten kannst. Da frage ich mich wirklich irgendwann ernsthaft, wird dir das nicht irgendwann langweilig? So, das war genau das gleiche wie mit Ernsting und mir. Ernsting hat irgendwie nach dem Video, was er gegen mich gemacht hat, so noch 5-6 Monate dauernd gegen mich getweetet. Wir haben dann irgendwann uns auf der Gamescom getroffen und haben dann gesagt, ja, hier, jetzt ist mal Schluss, es reicht. Und ich meine, so, keine Ahnung, ich finde das halt einfach kindisch, wenn man wirklich monatelang durchgehend gegen die gleiche Person frontet. Und dann auch noch zur Polizei rennt, wenn sie dann was dagegen tut. Weiß ich nicht, da blicke ich Janosch einfach nicht. So, wird dir das nicht langweilig oder so? Na, da frage ich mich ernsthaft, wie krass bin ich ein Teil deines Lebens? Wirklich, das frage ich mich. Keine Ahnung.